Bull ist der Titelverteidiger und damit fast automatisch das Maß der Dinge. Sie sind in der Form des letzten Jahres und aufgrund des Budgets kaum zu schlagen. Zudem haben sie enorm viel Erfahrung. Mit dem Chefkonstrukteur und Mastermind Adrian Newey und dem zweimaligen Weltmeister Sebastian Vettel verfügen sie auch auf den wichtigen Positionen Konstrukteur und Fahrer über das derzeitige Top-Personal. Zudem ist Sebastian Vettel die klare Nummer 1, da sich Webber mit der Rolle des Wasserträgers abgefunden hat, damit er überhaupt noch dabei sein kann. Fazit: Red Bull ist der Top-WM-Kandidat. McLaren ist sicher der erste Herausforderer von Red Bull und sicher auch 2012 sehr stark. Gleich zwei Weltmeister befinden sich mit Button und Hamilton im Team. Die Frage ist immer, ob McLaren stark genug ist. Der Mercedes-Motor wird es sicher sein. Zu Saisonbeginn 2011 sind sie etwas zu schwach gestartet und haben dann doch noch Weltmeisterliches gezeigt. Fazit: McLaren kämpft mit um die WM. Ferrari ist immer sehr stark und verfügt über sehr große Ressourcen, aber die Schumacher-Jahre scheinen lange zurückzuliegen. Ferrari kämpft wie früher mehr mit sich selbst als mit der Konkurrenz. Wenn ihnen ein großer Wurf mit dem Auto gelingt, wonach es derzeit nicht aussieht, dann sind sie dabei. Aber leider hört man vom neuen F 2012 nicht viel Gutes und dann wird die spanische Diva Alonso schnell lustlos. Fazit: Wahrscheinlich kann man gelegentlich aufs Podium fahren, für die WM wird es nicht reichen. Das Mercedes-Werksteam hat nun den Namen der hauseigenen Rennschmiede AMG mit im Namen. Trotzdem steht noch immer Mastermind Ross Brawn hinter allem und ist alle Jahre für eine Überraschung oder einen Geniestreich bekannt. Ob er auch 2012 wieder für Michael Schumacher und Nico Rosberg ein Siegerauto bereitstellen kann, ist fraglich. Fahrerisch schenken sich die beiden Deutschen nichts. Wenn das neue Auto schnell ist, können beide Fahrer dies auch in Siege ummünzen. Fazit: Siege sind für beide Fahrer möglich, für die WM wird es nicht reichen. Das Renault-Team ist immer für eine Überraschung gut und kann sicher auch den einen oder anderen Sieg einfahren. Um die WM zu gewinnen, müsste aber mehr geschehen. Zumindest hat man es geschafft, sich den Weltmeister von 2007 ins Team zu holen und versucht mit dessen Erfahrung und dem noch jungen Grosjean wieder nach der WM zu greifen. Schließlich war das Team zuvor als Benetton und Renault schon mit Michael Schumacher und Fernando Alonso mal das Maß aller Dinge. Fazit: Kimi Räikkönen bringt frischen Wind in die Formel 1 und kann ab und zu aufs Podium fahren. Betrachtet man die letzten Jahre, so wird deutlich, dass sich das Team jedes Jahr um einen Platz in der Konstrukteurs-WM am Saisonende verbessert hat. War Force India 2010 noch Siebter in der WM, schaffte man 2011 Platz 6. Diesen Aufwärtstrend will man fortsetzen. Den starken Paul Di Resta hat man behalten und den deutschen Nico Hülkenberg gegen Adrian Sutil ausgetauscht. An den Fahrern sollte es eigentlich nicht liegen, wenn man nicht vorne mit dabei ist. Fazit: Punkte sind möglich, das Team bleibt aber im Mittelfeld. Sauber hat viele Höhen und viele Tiefen hinter sich. Derzeit fehlt ein Werksbudget, um ganz vorne wieder dabei zu sein. Trotzdem leistet Sauber seit nun fast 20 Jahren solide Arbeit in der Formel 1. Zudem gilt der Japaner Kobayashi für viele Insider schon lange als Geheimtipp. Nun muss er aber langsam mehr zeigen. Fazit: Gelegentlich wird man Besonderes vom Team und Kobayashi sehen. Vielleicht auch regelmäßig Punkte, Podestplätze aber wären eine Überraschung. Das Junior-Team von Red Bull verfügt nicht über den gleichen Motor wie Sebastian Vettel. Zudem sind die Fahrer Daniel Ricciardo und Jean-Éric Vergne recht unerfahren. Schließlich will Red Bull und Helmut Marko mit Toro Rosso den Nachwuchs an die Spitze heranführen. Ein löbliches Unterfangen, was allerdings in den letzten 10 Jahren und mit dutzenden Piloten nur einmal mit Sebastian Vettel wirklich gelungen ist, der dann auch den einzigen Sieg von Toro Rosso einfuhr. Gegen die Verpflichtung von Kimi Räikkönen bei Partner Sauber widersetzte man sich 2001 sogar derart, dass man das Brausegeld und den eigenen viel höher eingeschätzten Piloten Enrique Bernoldi beleidigt nach Eros transferierte. Der Rest ist bekannt. Bernoldi verschwand in der Bedeutungslosigkeit und Kimi Räikkönen wurde Weltmeister. Fazit: Gelegentlich sind Punkte möglich, Podestplätze wären aber eine Überraschung. Es blutet dem Formel-1-Fan schon etwas das Herz, wenn man sieht, dass das ehemalige Top-Team nun mit Paydrivern an den Start gehen muss.
Neben McLaren und Ferrari hat Williams mit 9 WM-Titeln und 113 Siegen sicher die eindrucksvollste Geschichte der Formel 1. Umso betrüblicher ist es, dass Fahrer wie Maldonado und Senna, der Neffe der Formel 1-Legende Ayrton Senna, nur Statisten im Feld sein werden. Fazit: Gelegentlich wird man Besonderes vom Team sehen. Vielleicht auch regelmäßig Punkte, Podestplätze aber wären eine Überraschung. Caterham ist das letztjährige Lotus-Team um Tony Fernandes. Nach dem Namensstreit mit Lotus hat man sich kurzerhand Caterham getauft und startet nun unter diesem Namen. Die Fahrer Heikki Kovalainen und der von Lotus Renault entlassene Vitaly Petrov bilden das Fahrerduo, das sicher mal in die Punkte fahren kann. Ob Technikchef Mike Gascoigne das Budget hat, ein dazu passendes Auto zu bauen, ist fraglich. Fazit: Gelegentlich sollten Punkte möglich sein, Podestplätze nicht. Hinter HRT stehen viele Fragezeichen. Nach einigen Besitzerwechseln und dem Ausscheiden von Teamchef Colles geht es hinter den Kulissen drunter und drüber. Nun soll das Team wieder mehrheitlich spanisch geprägt sein und die Verpflichtung des mittlerweile 42-jährigen Spaniers Pedro de la Rosa signalisiert, dass es nicht viel erwartet. Der Inder Kartikeyan wird als Paydriver vor allem das kärgliche Budget auffrischen sollen. Fazit: Ein paar WM-Punkte könnte man schon als Überraschung betrachten. Man weiß eigentlich zu wenig über das Team und das sagt schon eine Menge aus. Ursprünglich stand Virgin-Gründer Richard Branson hinter dem Team, in dem man neue Wege der Konstruktion von Formel-1-Autos probieren wollte. Aber trotz der Technikkooperation mit McLaren blieben die Erfolge mit dem letzten Platz in der WM ernüchternd. Der russische Automobilkonzern Marussia ist für 2012 alleiniger Namensgeber und die Konstruktion soll wieder konventionell sein. Fazit: Mit dem deutschen Timo Glock und dem Franzosen Charles Pic sollte eventuell mal ein WM-Punkt möglich sein. Mehr nicht.